So Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinen nächsten Dragon Ball 10 Heroes 2 Videos. Ja, ich habe momentan ein bisschen Super Dragon Ball Heroes World Missionen hochgeladen, beziehungsweise ein paar Parts davon. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt nur das hochlade, wird es auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir mal überlegt, komm, haust du mal wieder ein paar 10 Heroes 2 Videos raus. Deswegen nehme ich jetzt ein paar auf. Wird jetzt mehrere Parts davon geben, aber ja. Natürlich, bevor ich das Ganze beginne, wie immer die kleine Rede. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr lieber wollt oder ist es egal. Schreibt auf jeden Fall mal, ob ihr Dragon Ball Heroes die ganze Zeit wollt oder wollt ihr abwechselnd. Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Heroes, vielleicht auch Dragon Ball Legends, vielleicht auch Dragon Ball Dokkan, also so abwechselnd. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da oder sogar vielleicht ein Abo. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Charakter und wir sehen uns dann gleich sofort wieder. So, unser erster, den ich vorstelle, ist Cyborg Nummer 19. Wird jetzt ein paar Cyborgs sein. Und ja, ich habe gedacht, als erstes könnte der Cyborg Nummer 19 passen, weil ich ihn echt nicht cool finde. Warum sie ihn aber ins Spiel reingepackt haben, weiß ich. Warum sie nicht reingepackt haben, weiß ich leider auch nicht. Eigentlich sehr schade. Aber naja, fehlt halt so Story. Also die haben einfach die Story ausgelassen von den beiden hier. Ich glaube, Dr. Gero gibt es ja auch nicht in dem Spiel. Nee, leider nicht. Der kann Zerstörungsstrahl. Hyperabsorption. Hopp. Absorptionsfeld, ja gut, das ist die Attacke von Super C17. Jetzt keine Aura, okay. Ja, genau, wir machen alles verbergen hier. Richtig, hatte ich ja schon. Den Nahkampfangriff, den kennen wir. Der passt sogar sehr gut. Könnte sogar seine Ulti durchgehen. So, einen Android Launcher. Ah, okay, das ist. Der ist neu, aber das ist die Attacke von Dodoria. Haben sie nur ungeändert. Finde ich aber cool. Nice. So, sein Limitbrecher. Superrüstung passt sogar sehr gut zum Cyborg. Und bam. Den haben sie echt gut gemacht. Also da kann man nicht meckern. So, noch einmal die Ult und dann kommen wir auch schon zum zweiten Charakter gleich. Ja, genau, Energiefeld habe ich euch noch nicht gezeigt. Nice. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt gleich beim zweiten Charakter und ich würde sagen, bis gleich. So, der zweite Charakter ist Android 16 Full Power. Ja, wie ihr jetzt schon seht, er ist Full Power, er hat eine Aura um sich, sieht auch geil aus. Zieht auf jeden Fall auch gleich verdammt viel, denke ich mal. Soll auf jeden Fall Full Power sein, ist natürlich auch im Shading. Also der sieht ein bisschen besser aus als die normale Version, deswegen habe ich die auch mal mit reingenommen. So, er kann den Cyborg sprinten, der nicht trifft. Wie viel ziehen tut er jetzt aber nicht. Bing! Mit Raketenkampf. Ja, das ist cool. Das gefällt mir. Das haben sie auch gut hinbekommen. Also. Na gut, klappt ja glaube ich auch so normal, das ist klar. So, dann machen wir mal seine. Und Hölleblitz. Okay, das hat viel gezogen. Wir wollen ihn natürlich auf dem Boden, das sieht dann immer besser aus. Nochmal, geh auf den Boden. Einmal noch.
Nice. So, das war schon der zweite Charakter. Und ja, wir sehen uns dann gleich schon beim dritten. Bis gleich. Also, da haben wir schon den dritten. Nochmal super 17 Full Power. Sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, natürlich. Gucken mal, ob der viel mehr zieht. Hier hat er das als normal auch. Hat er das als normal auch? Das weiß ich gar nicht. Donnerschredder. Blitzbomber. Sieht komisch aus. Das kennen wir ja. Oder Kraft, Energiewelle. Und der schockierende Todesball. Und zack. So, zwei Stück haben wir noch. Und ich würde sagen, bis gleich. So, hier kommen wir dann zum vorletzten Charakter schon. Albok Nummer 8, den finde ich echt verdammt cool. Wer das Dragon Ball Movie da gesehen hat, was es leider nicht auf Deutsch gibt, zu Android 8, der weiß doch, wie cool der ist. Ich bin ein großer Fan von ihm. Auch wenn er jetzt nicht cool aussieht, das weiß ich, aber er ist echt cool gemacht worden im ja, Movie. Gibt's natürlich auch in der gibt's natürlich auch in der Serie. Normales Dragon Ball. So, er kann den Limitbrecher. Automatische Gesundheit und Ausdauerholung ist cool. Und zack. So. Er kann den Siegesrausch. Nice. Und er kann den blauen Hurricane. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Bei ihnen, aber gut. So. Aber trotzdem, ich bin großer Fan von ihm. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist. So. Jetzt kommen wir gleich noch zum letzten Charakter. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da kommen wir zum letzten Charakter. Es ist Android 21. Und zwar gibt es hier in zwei Versionen. Einmal in der guten mit diesen weißen Pupillen und einmal mit diesen roten. Die finde ich echt, also ich finde die rote viel besser. Haben beide aber die gleichen Attacken. Die kann halt auch das gleiche wie ich. Und ja, so, sie kann wilder Hieb. Kamehameha. Die Donation. Und jetzt noch die Attacke aus Fighters nachgemacht haben. Dann wäre ich froh. Das sieht eben echt cool aus. So, ja, leider nicht. Super Kamehameha. Super Key Explosion. Bam. Sieht aber echt cool aus. Das gefällt mir. So, jetzt seid ihr natürlich wieder dran. Welchen Charakter fandet ihr am besten von allen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.